Sohn, warum zockst du so viel? Nochmal, geht mal nicht dazwischen. Okay, tschüss. Sohn? Ja. Nee. Ich nochmal. Dachte, das ist doch mein Ja. Nein. Sohn, warum zockst du so viel? Das wollen wir jetzt wissen. Sag mal, hau mal raus. Weil es Spaß macht. Hast du Spaß beim Zocken? Das Ding gehört jetzt zum Intro dazu, ne? Ja, können wir. Das ist echt ganz gut. Das bringt direkt so einen guten Flow rein, ein paar gute Vibes. Genau. Gute Stimmung, angenehm. Ja. Man hat was zum Lachen. Das ist dann. Also, warum zockst du so viel? Erstmal wäre doch spannend, auch zu hinterfragen. Du könntest mich ja auch fragen, was ist denn viel für dich? Weil ich meine, findest du, dass du viel zockst? Ich? Ja? Ich finde es hält sich noch in Grenzen. Mittlerweile, jetzt gerade, bin ich an so einem Punkt, da sage ich mir so, bisschen viel ist es. Ja? Weil ich halt nicht rausgehen kann, skaten wegen dem Fuß. Ja, ja. Nur da haben wir ja einen Arzttermin gemacht. Ja, also jetzt ist ja gerade dieses Knie hier. Aber da hat es einen Unfall. Das ist, aber das wird langsam besser. Mhm. Ich gehe heute auch mal wieder raus. Nur weil du nicht skaten kannst, müsstest du ja nicht zocken. Du könntest ja auch andere Sachen machen. Du könntest auch lesen. Ja, das hast jetzt du gesagt und nicht. Wäre aber das gewesen, was du als nächstes sagst. Zeitung lesen. Also ist Zocken eine große Strategie für dich? Eine wichtige Strategie für Spiel und Spaß? Ja, eine Riesenstrategie. Ja, und du hast schon den Eindruck, dass es gerade ein bisschen viel ist. Ja. Was ist denn viel für dich? Von der Schule nach Hause kommen, dann erstmal 2 Stunden. Das ist schon. Ah, du kommst von der Schule und zockst erstmal? Hast du es heute gemacht? Ja. Aha. Weil ich ja auch um. Und war gut? Ich hatte ja um 11.30 Uhr. Das ist doch in Ordnung. Du kannst es doch machen. Du brauchst dich gar nicht rechtfertigen. Und wie ging es dir nach den 2 Stunden zocken? Super. Sag mal ehrlich. Ich habe die Pizza im Ofen vergessen. So krass geil war das Zocken. Ist sie verbrannt? Nein, die war leicht schwärzlich. Schwärzlich? Schwärzlich. Hast du das gegessen noch? Das nein, so? Chef hat es dann rausgeholt. Ah! Also nein, er meinte, hol es mal bitte noch raus und dann war es noch heiß. Das heißt, du hast vor lauter geilen Zocken die Pizza vergessen, deinen Hunger vergessen. Ja. Merkst selber, ne? Nein. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, meine Pizza, ich muss sie gleich rausholen. Meine Pizza. Ich wollte die nur kurz warm werden lassen. Und dann war das Zocken so geil. Ja. Nicht mal, das war einfach, ich hab's einfach vergessen. Weil ich gerade so schön mit dem Auto über die Autobahn gefahren bin. Wie du gesagt, mit Speed. Ja. Also, nochmal aufs Wesentliche zu kommen, wenn ich dich frage, warum zockst du so viel, ist ja die Frage, was ist viel für mich? Viel für mich ist, wenn du nach der Schule zockst, vor der Schule, fände ich richtig krass. Ja, okay. Und abends noch, sag mal, also. Ich fände jetzt so 2 Stunden am Tag zocken, wäre jetzt okay, fände ich jetzt. Sitzt du mit einer Pobacke ab, ne? 2 Stunden? Das wäre für mich okay. Viel wären für mich 4 Stunden am Tag. Für mich. Also sag für doch dich mal, persönlich? Für mich persönlich. Ach so, ich ja, halte okay, dir doch jetzt nicht vor, wie lange du zocken sollst, super, darfst oder musst. Was ist denn für dich okay und was ist zu viel? Können wir mal an Stunden so reden. Du hast heute 2 Stunden gezockt bisher. Okay. Oder hast du noch mehr gezockt? Doch, 2 Stunden. 2 Stunden, so. Lass mich mal überlegen so. Ja gut, heute ist Wochenende, da gehe ich auch noch raus später dann. Keine Ahnung, dann zocke ich heute Abend noch mal ein Stündchen vielleicht. Also 3 Stunden am Tag wären für dich okay? Nee. Nee? 4 Stunden wären, glaube ich, okay. 4 Stunden okay und was wäre dann schon zu viel für dich? Zu viel für mich, wo ich dann denke, wo es... Wo es schon echt hart. Ja, das hatte ich ja bei meiner Frau, habe ich ja eigentlich den ganzen Tag nur gezockt. Na gut, das ist, sag mal, 6 Stunden oder 4 sind ja für dich okay. Ist noch nicht viel. Ja, so bei so 6 fängst du dann auch dann so an, ein bisschen zu nerven irgendwie. Ja, weil du dann nicht mehr so in deinen Trott kommst. Ja. Weil du so am Zockerstuhl fest wächst. Ja, es ist dann irgendwann dieses, man ist da so... Ja, in dieser Welt. In dieser Welt drinnen. Und dann geht man raus und dann ist man so, oh, ich hätte ja das noch machen können, warum habe ich das nicht gemacht? Mhm. Spannend finde ich, dass wir gar nicht so weit auseinander sind, ehrlich gesagt. Wenn ich sage, 2 Stunden sind für, was habe ich gesagt? Was 2 Stunden sind für dich okay. 2 Stunden sind für mich okay, 4 finde ich schon echt viel. Mhm. Und du sagst, 4 sind für mich okay, 6 finde ich richtig viel. Finde ich jetzt ja irgendwie noch...
Ja. So weit auseinander halt sind wir gar nicht. Also ich meine, ich habe ja auch noch ordentlich Handyzeit dann bestimmt. Ja, wir sprachen gerade nur über das Zocken. Okay, nee, dann ist ja gut. Wir können das Gespräch gerne erweitern zum allgemeinen Medienkonsum. Ist alles gut? Ja. Ich setze jetzt hier eine Grenze. Ah ja. Du möchtest nur über das Zocken sprechen. Ja. Deswegen hast du mal eine Grenze gesetzt, ja? Okay, also ich habe verstanden, weil ich habe dich gefragt, warum zockst du so viel? Ja. Ich habe verstanden, dass für dich 4 Stunden völlig okay sind, dass du dich da noch gut mitfühlst und ab 6 Stunden wird es so ein bisschen, merkst du auch körperlich und geistig, dass du so ein bisschen, ja? Und dass Zocken für dich eine mega krasse, geile Strategie ist, um so richtig fett Spiel und Spaß zu haben. Ja. So, und was hast du gehört von mir? Ich von dir, dass für dich 2 Stunden okay sind. Ich habe jetzt gar nicht von dir gehört, ob du das persönlich selber sogar machen würdest, wenn du mal so ein richtig geiles Game finden würdest. Ich habe in meinem Alltag ehrlich gesagt gar nicht so viele Möglichkeiten, so viel von... Wenn du die Möglichkeit hättest. Ganz ehrlich, ja. Können wir das so ein bisschen vergleichen wie Serien gucken? Ja. Und ich durfte als Kindchen die Fernsehen gucken. Ja. Und wenn ich Fernsehen gucken durfte, dann gab es ganz schnell Fernsehverbot, wenn ich nicht das gemacht habe, was ich machen soll. Und ich glaube, das hat den Effekt, dass ich heutzutage echt, bei Serien finde ich kein Ende. Ja. Das heißt, du bist ja ganze Zeit so. Was, womit fühle ich mich noch gut? Wenn ich glaube, wenn ich 2 Folgen gucke, die eine Stunde gehen. Doch, 2 Stunden fühle ich mich okay. Wenn ich mehr gucke, merke ich, dass ich manschig werde. Ja. Das ist bei mir ganz anders. Also bei Zocken ist es halt so, du konzentrierst dich die ganze Zeit. Und wenn du eine Serie guckst, ist es so. Ich glaube, ich habe es schon tatsächlich geschafft, so eine Staffel am Tag durchzugucken. Ja, wobei, ganz ehrlich, ich hätte richtig Bock drauf. Ja. Ich habe gar nicht die Möglichkeit dazu. Ja, mach doch mal einen Tag frei. Ja, genau. Ja, warum nicht? Probiere ich das mal aus. Nur nach so einem ganzen Tag Serie, wenn du so eine ganze, bist du halt auch matschig danach. Du bist auch K.O. irgendwie, ja, als hättest du Sport gemacht. Ja. Ja, die Muskeln wahrscheinlich alle. Ja. Vor allem bei den Action-Serien, die du guckst, mit ganzer Zeit Anspannung. Also, was ist viel? Viel ist Auslegungssache und was ich noch gerne ergänzen würde am Ende ist, es geht hier ja um die körperliche und geistige Gesundheit von dir selber. Du merkst, dass dein Körper andere so lahm wird und auch dein Kopf wird lahm. Das kannst du ja einfach im Blick haben, wenn du so zockst. Ne? Und das machst, sammelst du mal weiter Erfahrungen, würde ich sagen. Ja, ich auch. Ja, viel Spaß. Ne, nee, dann ist ja gut. Ne? Ja, ich nehme mir dann morgen mal frei. Mach mal. Guck mal eine Serie. Welche denn? Weiß ich noch nicht. Ach so. Tschüss. Tschüss. Mach mal aus. Nee, machen wir hier. Ach so, ja klar.